Ja, dann begrüße ich Sie ganz herzlich zur Vorlesung und fangen wir inhaltlich an. Wir wollen uns heute mit der Polynominterpolation beschäftigen. Die Polynominterpolation oder das Thema Interpolation überhaupt wird uns drei Vorlesungen lang beschäftigen. Heute ist es ein bisschen eine grundlagenbildende Vorlesung und dann werden wir uns nächste Woche mit Chebyshev-Interpolation beschäftigen und in der Woche drauf mit der Spline-Interpolation. Das ist so das Programm. Drei Vorlesungen haben wir dafür vorgesehen. Und die Polynominterpolation ist letztlich nur die ersten beiden Vorlesungen. Die Spline-Interpolation ist ein bisschen anders gestrickt. Da interpolieren wir eben nicht durch ein Polynom, sondern durch zusammengeklebte Polynome, aber das schauen wir uns dann in Ruhe an. Okay, formulieren wir erstmal das Problem. Das mache ich mal unter erstens, Problem. Wir haben Stützpunkte gegeben. Lassen Sie mich gleich hinschreiben, wie die heißen. Das sind eben Stützpunkte. Das sind solche Pärchen aus Stellen und Werten. Und davon haben wir, sagen wir mal, groß n plus 1 viele. Achten Sie darauf, wir fangen bei 0 an zu zählen. Ach, okay. Es sind groß n plus 1 viele, aber wir fangen bei der 0 an zu zählen. Also wir haben solche Stützpunkte. Das hier sind Stützstellen. Ja, das auch. Und das hier sind die Stützwerte. Und was wir jetzt noch fordern von den Stützstellen ist Folgendes, nämlich, dass sie paarweise verschieden sind. Ja? Also Stützstellen, hier können wir in Klammern schreiben, paarweise verschieden. Ja, warum treffen wir diese Voraussetzung? Was heißt das überhaupt, paarweise verschieden? Das heißt, wenn Sie sich zwei beliebige rausnehmen, sind die unterschiedlich. Also genau das, was wir eigentlich unter verschieden überhaupt verstehen wollen. Und warum macht das Sinn? Naja, also x3 soll nicht gleich x5 sein. Wenn x3 gleich x5 wäre und wir würden zwei verschiedene Funktionswerte vorgeben, dann wird es schwierig, die Aufgabe, die wir gleich formulieren, überhaupt zu lösen. Dann werden wir nämlich keine Funktion finden, die diese Punkte interpolieren kann, wenn Sie an einer Stelle zwei Funktionswerte vorgeben, zwei unterschiedliche. Ja? Wenn die beiden Funktionswerte dann auch noch identisch sind, dann hätten wir einen Stützpunkt doppelt. Und das wollen wir nicht. Deswegen von vornherein sind alle Stützstellen paarweise verschieden. Das macht Sinn. Und was dann gesucht ist, ist Folgendes. Gesucht ein Polynom P von x. Ja, Polynome, Sie wissen, das ist jetzt sowas hier. Ich nehme jetzt mal den Koeffizienten A0, der kommt nachher nochmal vor in einem anderen Kontext. Das kriegen wir schon auseinanderklamüsert. Ja, das können wir mal so hinschreiben. Hier haben wir noch einen Koeffizient an und das Monom x hoch n, also ein Polynom von diesem Typ. Vielleicht können wir das schon mal ein klein bisschen diskutieren. Na, das machen wir gleich. Wir fragen erstmal, was wir wollen von dem Polynom. Wir wollen, dass das Polynom an den gegebenen Stellen mit den vorgegebenen Werten übereinstimmt. Ja, dann sagen wir, das Polynom interpoliert diese Stützpunkte. Okay, was können wir zu dem Polynom selber sagen? Ich meine, ich habe jetzt so eine relativ klassische Form der Darstellung gewählt von so einem Polynom. Die einzelnen Faktoren a, n, die Vorfaktoren nennen wir Koeffizienten typischerweise und die x hoch n nennen wir Monome. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben, aber ich glaube, für heute ganz gut, diese Vokabel mal im Kopf zu haben. Also sowas hier zum Beispiel ist ein Monom. Ja? Und was ist der Grad eines Polynoms? Der Grad eines Polynoms ist der höchste auftretende Exponent. Ja? Also in dem Fall suchen wir also ein Polynom vom Grad kleiner gleich n. Könnte auch kleiner als n sein. Wir haben ja von dem Koeffizient an nicht zwingend jetzt vorausgesetzt, dass er ungleich 0 ist. Er könnte gleich 0 sein und da könnte das Monom mit dem höchsten Exponenten verschwinden in der Darstellung. Und dann wäre der Grad entsprechend kleiner. Ja? Also ich habe das jetzt implizit hingeschrieben, dass das ein Polynom ist vom Grad kleiner gleich groß n.
Die letzte Vokabel, die ich einfließen lassen möchte, ist das Konzept von Leitkoeffizient. Was könnte der Leitkoeffizient sein? Das könnte der Koeffizient sein vor dem Monom mit höchstem Grad. Ja? Der muss dann auch wirklich ungleich Null sein. Ja? Also schreiben wir das mal vielleicht hier in Klammern hin, das werden wir heute noch häufiger benutzen. Leitkoeffizient. Koeffizient vor Monom mit höchstem Exponenten oder größtem Exponenten. Das ist dann auch gleich der Grad. Dieser höchste Exponent ist dann auch gleich der Grad des Polynoms. Ne? Okay. Haben wir die Problemstellung formuliert und gleich schon ein paar Vokabeln eingeführt. Ich meine, so haben wir Monome eigentlich in der Regel, Polynome haben wir in der Regel auch so bisher geschrieben. Ne? Wenn Sie in der Schule quadratische, kubische oder lineare Polynome hingeschrieben, dann haben Sie das hingeschrieben haben, dann haben Sie das in der Regel über eine solche Monomdarstellung gemacht, wie wir es gerade hingeschrieben haben. Wir werden heute Alternativen dazu kennenlernen. Wir müssen es ein bisschen lösen davon, dass wir Polynome immer in dieser Darstellung hinschreiben, als a0 plus a1 mal x plus a2 mal x Quadrat. Davon wollen wir uns heute ein bisschen lösen. Warum? Das ist vielleicht ein Aspekt ganz wichtig, die Menge aller Polynome vom Grad kleiner gleich n, und zwar reeller Polynome, also die Koeffizienten sind reell, wir machen das alles jetzt hier nur im Reellen. Haben Sie in der linearen Algebra etwas gelernt über diese Menge? Die Menge aller Polynome vom Grad kleiner gleich groß n. Welche Eigenschaft hat diese Menge, die man in Verbindung setzen kann mit der linearen Algebra? Ist ein Vektorraum, und zwar ein endlich dimensionaler Vektorraum. Und was ist die Dimension dieses Vektorraums? Die Menge aller Polynome vom Grad kleiner gleich groß n. Muss man ein bisschen aufpassen, weil man mit der Null anfängt, mit dem konstanten Term. Es ist ein Vektorraum der Dimension n plus 1. Ja? Und was wir hier gerade gemacht haben, wir haben hier eine Linearkombination hingeschrieben in einer Basis. Die Menge der Monome x hoch 0 ist ja 1, ne? Also x hoch 0, x hoch 1, x hoch 2 bis x hoch groß n bildet eine Basis dieses Vektorraums. Und deshalb kann ich jedes Polynom linear kombinieren über diese Basis und die Koeffizienten sind dann die Koeffizienten der Linearkombination. Soweit, so gut, ja? Okay. Und heute werden wir andere Basen hernehmen von diesem Vektorraum, andere Polynombasen. Das heißt, wir können das Objekt, was wir hier suchen, auch in anderen, durch andere Basen darstellen, also mit anderen Polynomen, Basispolynomen, insbesondere nicht die Monome. Ja? Und das wird unser Ziel sein. Okay. Jetzt habe ich relativ viel geredet, machen wir mal wieder ein paar Skizzen. Also die Problemstellung ist für gewisse n relativ einfach. Ne? Klar, für n gleich 0, 1 und 2. Gucken wir uns das mal an. Wenn n gleich 0 ist, groß n gleich 0, dann haben wir nur einen einzigen Punkt, den wir zu interpolieren haben. Und zwar durch ein Polynom nullten Grades, haben wir hier einen Punkt, dann legen wir dadurch eine konstante Funktion. Ja? Nullter Grad, wir haben interpoliert den Punkt, kein Problem. Sie wissen, wenn ich zwei Punkte vorgebe, dann lege ich halt hier durch eine Gerade, die ist jetzt nicht mehr konstant, aber interpoliert die beiden Punkte. Und selbst wenn Sie jetzt drei Punkte vorgeben, ich male sie relativ typisch, sodass meine Parabel hier schon irgendwie einigermaßen zum Vorschein kommt, aber Sie können drei beliebige Punkte vorgeben und finden immer eine Parabel, die durch alle drei Punkte läuft. Ja, das haben wir in der Schule schon gelernt. Da könnten wir die drei Koeffizienten, die eine Parabel ausmachen, durch die drei Punkte bestimmen. Ja? Also das scheint zu funktionieren, ja? Zumindest für die trivialen Fälle n gleich 0, 1, 2. Und jetzt stellt sich die Frage, gilt es auch für allgemeines n? Kann ich n plus 1 viele Punkte vorgeben, verschiedene, und dadurch ein Polynom vom Grad kleiner gleich n finden, was salopp gesprochen durch die Punkte geht. Ja, also
was diese Punkte interpoliert? Und die Antwort wird natürlich sein, ja. Machen wir mal die Existenz. Und dazu betrachten wir erstmal ein einfaches Problem. Und zwar die Situation, dass die Funktionswerte relativ trivial daherkommen. Die sind fast alle Null. Wie schreibe ich das auf? Ich schreibe es mal so auf. Hier haben wir jetzt n minus 1. Jetzt spare ich einen Index aus. Ich gehe direkt auf n plus 1. Und die sind alle 0. Und den einen, den ich ausgespart habe, der soll 1 sein, der Funktionswert. So einfach machen wir uns jetzt am Anfang mal das Leben. Alle Funktionswerte sind 0 bis auf den einen fn. Und das gilt für ein beliebiges n zwischen 0 und groß n. Da, denke ich, können wir das Polynom sogar relativ explizit hinschreiben, was die geforderte Eigenschaft hat. Warum? Weil wir im Grunde genommen schon n Nullstellen des Polynoms hingeschrieben haben. Ja, Sie wissen ja, Polynome lassen sich faktorisieren. Ja, ich kann Nullstellen rausziehen, dann mache ich eine Polynomdivision, nächste Nullstelle raus, Polynomdivision und so weiter. Ich kann ein Polynom immer schreiben als Produkt seiner Nullstellen. Und wenn es denn so viele Nullstellen hat, das ist nicht garantiert. Aber hier haben wir es vorausgesetzt. Wir haben vorausgesetzt, dass das n Nullstellen hat. Erinnern Sie sich, die Stellen, die x-Stellen, waren ja paarweise verschieden. Es sind also wirklich n Nullstellen. Okay, das heißt, wir könnten das doch jetzt mal als Produkt hier hinschreiben. X minus x0 mal, jetzt bilde ich hier solche Produkte bis zur Nullstelle n minus 1. Jetzt spare ich natürlich die xn aus, weil das keine Nullstelle ist. Deswegen gehe ich hier wieder bis n plus 1. Und dann gehe ich hier bis x groß n. Okay, das ist ein Polynom vom Grad groß n, was tatsächlich verschwindet an all diesen Stellen. Aber wir haben jetzt noch die Schwierigkeit, dass wir nicht realisiert haben, dass es an der Stelle xn den Wert 1 annehmen soll. Wie können wir das machen? Der Grad des Polynoms ist schon festgelegt durch das Produkt dieser n Linearfaktoren. Was wir aber noch machen können, ist dieses Polynom normieren. Wir können das mit einem geeigneten Vorfaktor durchmultiplizieren, sodass, wenn ich es an der Stelle xn auswerte, 1 rauskommt. Was meinen Sie denn, wenn ich hier jetzt das mit xn einsetze, x klein n, hier, 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 wie kann in dem Produkt am Ende 1 rauskommen? Auf einfachste Art und Weise. Es ist ein Produkt von n Faktoren. Wie wäre es denn, wenn jeder Faktor 1 ist? Und ich immer 1 mal 1 mal 1 mal 1 rechne, da kommt 1 raus. Also warum nicht garantieren, dass wenn ich xn, x klein n einsetze, jeder Faktor 1 ist? Ja gut, dann teile ich doch hier einfach durch xn minus x0. Das ist eine Art Normierungsfaktor. Das ist eine skalare Größe. Und wenn ich jetzt xn oben in den Zähler einsetze, kommt 1 raus, natürlich. Und Sie können sich vorstellen, dass ich das nicht durchstreiche, sondern das soll ein Bruchstrich werden. Das mache ich dann hier für alle diese Faktoren. Dadurch verändere ich diese Nullstelleneigenschaft nicht, aber ich erreiche am Ende, dass wenn ich x klein n einsetze, 1 rauskommt. Also die erste Polynominterpolation haben wir gelöst. Hier ist das Polynom. Wenn die so einfach sind, die Funktionswerte, dann ist es relativ simpel. Dieses Polynom hat einen Namen, das kann man etwas kompakter schreiben, nämlich als Produkt, das ist es ja letztlich auch, ein Produkt von Faktoren. Die Klammern, die ich hier gesetzt hatte, waren am Anfang nötig, um die Faktoren zu kennzeichnen. Die kann ich natürlich, wenn ich dann so Bruchstriche darunter gemacht habe, eigentlich weglassen. Das heißt, letztlich sind das hier solche Brüche, x minus xm geteilt durch xn minus xmata, und die Mata durchläuft alle Indizes, aber wir sparen einen aus. Klein n möchten wir bitte nicht haben, das wäre ja auch eine Katastrophe, dann würden wir ja durch 0 teilen, ne? Das haben wir sowieso nicht vorgehabt, den Faktor mit einzubeziehen. Ja? So, dieses Polynom hat einen Namen.
Das ist das sogenannte Ente-Lagrange-Polynom. Genauer müsste ich sagen, es ist das Ente-Lagrange-Polynom zu den Stützstellen. Das ist ja offensichtlich sehr stark von den Stützstellen abhängig, wie dieses Polynom aussieht. Also eigentlich zu den Stützstellen x0 bis xn. Ja, was hatten wir gesagt eben? Dieses Polynom hat tatsächlich als Produkt von n Linearfaktoren hat es den Grad n. Lassen Sie mich diesen Vektorraum, von dem wir eben sprachen, der Polynome vom Grad kleiner gleich n mal mit einem Namen versehen. Das ist Pn. Das ist eigentlich naheliegend. Ja? Das ist eine Menge. Da packen wir alle reellen Polynome vom Grad kleiner gleich n hinein. Und das Ln, das Nth-Lagrange-Polynom, gehört dann dazu. Konnten Sie das nachvollziehen? Oder gibt es an der Stelle schon eine Frage? Jetzt, wenn das nicht der Fall ist, können wir jetzt diese Lagrange-Polynome, die haben ja eine schöne Eigenschaft, dass sie an allen Stützstellen verschwinden, nur an einer, ausgezeichnet, liefern sie uns den Wert 1. Das heißt, ich kann das Problem, was ich hier oben anfänglich formuliert habe, mit Hilfe dieser Lagrange-Polynome sofort lösen. Ja, ich kann Ihnen das p von x mit dieser Interpolationseigenschaft sofort hinschreiben jetzt. Lösung für Problem oben. Wir schreiben es erstmal hin und dann vollziehen wir nach, dass das funktioniert. P von x kann geschrieben werden als Linearkombination der Lagrange-Polynome. Tatsächlich, die Lagrange-Polynome sind auch eine Basis. Dieses lnx ist für n gleich 0 bis groß n tatsächlich eine Basis dieses Vektorraums. Das muss man sich überlegen. Das liegt daran, dass jedes dieser Polynome an einer anderen Stelle 1 ist und sonst überall 0. Also es kommt letztlich aus der Theorie auch jetzt hier raus, dass es eine Basis sein muss. Und die Vorfaktoren, die Koeffizienten sind denkbar einfach. Das sind die gegebenen fn. Okay, schauen wir uns das mal an, ob das stimmt. Hier in Klammern können wir mal kurz nachrechnen. Wir nehmen jetzt mal eine Stützstelle her, die muss ich jetzt mit einem anderen Index versehen, weil n habe ich gerade schon für die Summe vergeben. Also gut, ist ja nicht schlimm, machen wir hier ein m wie Martha. Und wollen jetzt ausrechnen, dass fm rauskommt. Ja? Das ist das Ziel. Oder das ist die Frage. Ist dieses Polynom, was ich Ihnen gerade hingeschrieben habe, genau das, was wir interpoliert? Und wir werden sehen, es ist so, weil wenn wir jetzt xm einsetzen in unsere Summe hier, in die Lagrange-Polynome, dann können wir uns hier zunutze machen, dass fast alle Lagrange-Polynome an der Stützstelle verschwinden und den Wert 0 annehmen. Nur es gibt ein einziges Lagrange-Polynom, was an der Stelle den Wert 1 annimmt, und das ist L-Mata, ja, Lm. Also die Mathematiker haben sich da hier so ein Symbol ausgesucht, Delta Nm, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gesehen haben, das bedeutet, es ist immer 0, falls n und m verschieden sind, und 1, falls n gleich m ist. Und genauso ist es. Das heißt, wir laufen hier mit dem Index n von 0 bis groß n, und nur dann, wenn wir gleich m sind, wird dieser Wert hier 1 und es bleibt dann der Vorfaktor stehen. Und das ist eben genau fm in dem Fall. Ja? Und das ist die Interpolationseigenschaft, die ich Ihnen gerade vorgerechnet habe. Dieses Polynom interpoliert die Punkte. Letzte Frage, die wir jetzt noch klären müssen, ist das eigentlich auch ein Polynom vom Grad kleiner gleich n? Weil das ist etwas, was wir hier oben ganz am Anfang gefordert haben. Hier implizit habe ich das gefordert in der Schreibweise, aber wir haben es ja diskutiert. Ich hätte es vielleicht nochmal explizit hinschreiben müssen. Wir suchen nach einem Polynom vom Grad kleiner gleich n. Frage, ist das ein solches hier unten? Ist dieses p von x, also die Frage, die sich stellt, ist das auch in der Menge pn? Und die Antwort habe ich ja praktisch schon geliefert. Die Lns, die Lagrange-Polynome, haben ja den Grad kleiner gleich n.
Wenn Sie das mit dem Vorfaktor multiplizieren und die alle aufaddieren, wird der Grad nicht auf einmal sprunghaft größer. Der wird höchstens kleiner. Ja? Das ist ja auch, ich sagte ja schon, es ist eine Basis des Vektorraumes Pn. Somit ist eine Linearkombination dieser Basis natürlich in dem Raum selber enthalten. Ja? Ja. Gut, also dieses Problem lässt sich lösen. Das Ausgangsproblem. Und das Letzte, was wir jetzt noch hier auf der Seite machen wollen, ist, was ist mit der Eindeutigkeit? Lässt es sich sogar eindeutig lösen? Und auch hier ist die Antwort ja. Also wir haben die Existenz und wir haben eine eindeutige Existenz. Und zwar nutzen wir hier den Fundamentalsatz der Algebra. Was sagt der Fundamentalsatz der Algebra in einer Version aus? Oder ich frage mal andersrum, wie viele Nullstellen kann eine lineare Funktion haben? Eine lineare Funktion kann höchstens eine Nullstelle haben. Ne? Eine Parabel, wie viele Nullstellen? Höchstens zwei. Ein kubisches Polynom, höchstens drei. Aha, es scheint, und das sagt der Fundamentalsatz der Algebra letztlich aus, der Grad des Polynoms ist eine obere Grenze für die Anzahl der Nullstellen. Ja? Ein Polynom vom Grad hoch n, also n, kann nur n Nullstellen haben. Das machen wir uns jetzt zunutze. Seien p von x und q von x Interpolationspolynome. Interpolationspolynome, was soll das heißen? Sie lösen die Aufgabe oben, soll das heißen. Okay? Wir nehmen jetzt scheinbar zwei Lösungen her, die das Problem oben lösen, also genau diese Punkte, die wir vorne hingeschrieben haben, interpolieren. Wir nennen dann eine Lösung Interpolationspolynom, okay? Und jetzt nehmen wir mal an, wir hätten zwei Interpolationspolynome. Was ist dann mit der Differenz? P von x minus q von x. Wir bilden die Differenz dieser zwei Polynome. Und welche Beobachtung können wir treffen? Zwei Beobachtungen. Wenn Sie zwei Polynome vom Grad kleiner gleich groß n abziehen voneinander, wird der Grad auch nicht auf einmal höher, sondern gegebenenfalls nur kleiner. Das heißt, diese Differenz liegt auch in Pn. Es ist also auch ein Polynom vom Grad kleiner gleich n. Das geht nicht anders. Es könnte ja höchstens die Leitkoeffizienten könnten sich wegheben und dann wird der Grad wieder kleiner. Aber nichts anderes kann passieren. Und wenn ich jetzt eine Stützstelle einsetze und beide das Problem lösen, kommt offensichtlich 0 raus. Das heißt, in der Differenz habe ich eine Nullstelle gefunden. Und für wie viele Stellen geht das? Für n plus 1, weil wir bei 0 angefangen haben zu zählen. Das heißt, hier ist ein Polynom vom Grad kleiner gleich n mit n plus 1 vielen Nullstellen. Das geht. Aber nur, wenn das Polynom konstant gleich 0 ist. Ja? Ein Polynom, was nicht konstant gleich 0 ist, vom Grad n, hat höchstens n Nullstellen nach dem Fundamentalsatz der Algebra. Wenn ich Ihnen also hier ein Polynom vom Grad kleiner gleich n präsentiere, mit n plus 1 vielen Nullstellen, dann muss es das konstante Nullpolynom sein. Geht nicht anders. Das hat natürlich unendlich viele Nullstellen. Jede Stelle. Ja? Also dann machen wir das auf die nächste Seite. Fundamentalsatz der Algebra. Schreiben Sie hier hin, in Klammern, wir nutzen den in der Variante, Polynom vom Grad kleiner gleich n, welches nicht Nullpolynom ist, besitzt höchstens n Nullstellen. Das ist die Argumentation, dass eben p und q identisch sein müssen. Ja? Das ist ein und dasselbe. Nehmen wir zwei scheinbare Lösungen her, können wir zeigen, dass sie identisch sind. Es gibt also nur eine einzige Lösung für unser Problem. Okay.
Das ist ja immer ganz gut, dass wir ein Problem formulieren. Beim LGS war es die Regularität der Matrix, die uns eine eindeutige Lösung garantierte. Hier ist es schon die Struktur des Problems. Letztlich ist es, dass die Stellen paarweise verschieden sind. Dies garantiert uns, dass wir eine eindeutige Lösung haben. Und jetzt können wir uns auf den Weg machen, die zu berechnen. Bevor wir das machen, stellen wir uns wie immer mal wieder die Frage, wie gut ist das Problem eigentlich konditioniert? Ja, mit was muss ich denn jetzt hier rechnen? Wie gehen Fehler oder Störungen der Daten in die Lösung ein? Das ist eine berechtigte Frage. Ja? Und das wollen wir hier an der Stelle auch nochmal machen. Und zweitens, Kondition des Problems. Also, wir haben hier die Stützpunkte, die wir oben schon hatten, auch mit der gleichen Voraussetzung, dass die Stellen paarweise verschieden sind. Das ist genau das Gleiche. Und ich zeichne mal hier hinten oder skizziere hier hinten gestörte Daten. Wir stören nicht in den Stellen, wir stören in den Funktionswerten. Die Funktionswerte sind ein bisschen gestört. Gut, das Interpolationspolynom, die Lösung des Problems, hatten wir eben schon festgestellt, lässt sich schreiben über die Lagrange-Polynome in dieser Form. Hier kommt fn mal ln von x, L Lagrange-Polynom n von x. Und hier drüben ist natürlich klar, dass dann die Koeffizienten mitgestört werden. Das heißt, hier haben wir dann die Koeffizienten mit f Schlange klein n. So. Und wir haben also jetzt die Eingabedaten gestört, indem wir die Funktionswerte, die Fs, gestört haben. Und jetzt stellt sich die Frage, was hat P mit P Schlange noch zu tun? Die Lösung P und die Lösung P Schlange des gestörten Problems, wie nah liegen die beieinander? Ja, und dann rechnen wir mal ein bisschen rum. Wir werden später hier noch Beträge drüber ziehen, da müssen Sie vielleicht noch ein bisschen Platz lassen. Wir fangen erstmal an, die Differenz dieser beiden Dinge auszurechnen. An einem Punkt, ja? Ja. So. Gut, dann setzen wir hier gleich die Darstellungen ein, bringen das unter eine Summe, das kriegen wir alles im Kopf hin, ne? Und klammern das Lagrange-Polynom aus. Das ist, denke ich, kein Problem. Und ja, jetzt spendieren wir gleich die Beträge. Wir wollen, es ist uns egal, welches Vorzeichen da diese Differenz hat. So, und jetzt wollen wir weiter abschätzen, und zwar durch eine Dreiecksungleichung. Das ist ja ein Betrag von einer Summe, und das wollen wir zu einer Summe von Beträgen umformen und machen hier jetzt eine Dreiecksungleichung und ziehen dann den Betrag rein. N gleich 0 bis groß N. Das ist ein Produkt hier, der Summand ist ein Produkt, und der Betrag eines Produktes ist das Produkt der Beträge. Identisch, also da ist Gleichheit. So. Zu dieser Dreiecksungleichung möchte ich gerne eine Bemerkung machen, weil wir uns nachher schon jetzt in der Rechnerei Gedanken darüber machen, wie gut ist unsere Abschätzung. Frage an Sie, wann ist die Dreiecksungleichung eigentlich eine Gleichung? Also nochmal, die Dreiecksungleichung sagt ja, der Betrag einer Summe ist kleiner gleich die Summe der Beträge. Okay. Aber es gibt Spezialfälle, wo die Ungleichung gar keine Ungleichung ist, sondern eine Gleichung. Ja? Wenn zum Beispiel alle Elemente, die Sie summieren, positiv sind. Oder der zweite Fall, wenn alle negativ sind. Dann geht es auch. Wenn die alle das gleiche Vorzeichen haben. Ja? Dann, und das wollen wir uns jetzt mal kurz überlegen, ob wir hier was verlieren in dieser Abschätzung. Ich behaupte nein. Ich mache jetzt eine Abschätzung für alle möglichen Störungen, die es gibt. Und Sie können F-Schlange immer so wählen, dass das Vorzeichen genau passt mit dem Funktionswert des Lagrange-Polynoms, sodass alle Werte, die Sie dort aufaddieren, entweder positives oder negatives Vorzeichen haben. Das heißt, die Gleichheit kann vorkommen in einem gewissen Set von Störungen. Das heißt, wir haben nichts kaputt gemacht. Ja, es ist eine optimale Abschätzung in dem Sinne, dass es eine gewisse Menge von Störungen gibt, wo Gleichheit hier gilt an der Stelle. Ja, schreiben wir es mal hier hin. Gleichheit wird
für bestimmte Störungen angenommen. Für bestimmte Störungen angenommen. Nochmal, ich kann ja mit F-Schlange sozusagen hier immer das Vorzeichen von dieser Differenz kontrollieren. Und dann kann ich immer garantieren, dass mit dem Vorzeichen, was von hier hinten kommt, alle Summanden das gleiche Vorzeichen haben. Das kann ich konstruieren. Ich kann eine gewisse Störung konstruieren, sodass da Gleichheit angenommen wird. Okay. Das nächste, hier fehlt natürlich jetzt noch ein Index n, ne? Okay. Das nächste, was wir machen, ist, wir nehmen von all den Störungen hier den maximalen Wert. Das ist wieder eine Abschätzung in dieser Richtung. Schreiben wir es mal hier unten drunter. Das hier ist sicher kleiner gleich dem Maximum von all diesen Störungen. Und zwar, wenn ich hier über das n maximiere. Das ist offensichtlich. Das heißt, das ist jetzt gar nicht mehr abhängig von dem n hier hinten. Das ist ein eigenes n, das ist eine Größe, meinetwegen 7, kann ich vor die Summe ziehen. Als konstanten Faktor. Machen wir hier noch, das ist von 0 bis groß n. Hier haben wir fn minus fn Schlange. So, und das trifft jetzt auf die Summe. Ich habe diesen unabhängigen Faktor einfach ausgeklammert. So, auch hier stellt sich die Frage, mache ich etwas zu grob? Könnte es nicht sein, dass ich hier was verloren habe in der Abschätzung? Auch hier ist die Antwort nein. Ich kann die Störungen nicht nur so basteln, dass die Vorzeichen immer stimmen, sondern ich kann genau eine Menge von Störungen angeben, sodass alle diese Störungen identisch sind vom Betrag. Ja, dieses Maximum wird dann hier gebildet über eine Menge von Zahlen, die alle gleich groß sind. Das kann ich steuern. Also überlegen Sie sich, das können wir, also hier, auch hier kann man das, was wir gerade hier geschrieben haben, darauf anwenden. Ich mache mal eine Andeutung, wie das funktionieren könnte. Sie könnten F-Schlange n als das ungestörte Fn nehmen. Und jetzt könnten Sie mit einem Epsilon stören, alle gleich stören und hier lediglich aufpassen wegen dem Vorzeichen, ob Sie mal Plus und mal Minus Epsilon wählen. Verstehen Sie? Einmal stören Sie um Plus Epsilon, einmal um Minus Epsilon. Damit können Sie hier garantieren, dass das mit dem Vorzeichen immerhin kommt und dass Sie alle um Epsilon stören, resultiert darin, dass dieses hier immer gleich Epsilon ist. Das wäre zum Beispiel so eine Menge von Störungen, wo in unseren Abschätzungen immer Gleichheit auftritt. So, okay. Jetzt sind wir schon fast am Ziel. Was können wir jetzt machen? Wir können jetzt hier den maximalen Wert nehmen. Ich habe das jetzt hier nicht. Nehmen wir irgendein Intervall AB, wo die Stützstellen alle drin liegen. Also xn ist aus AB, ja, also für alle n, ja, also alle Stützstellen kommen jetzt aus irgendeinem Intervall, was mit AB bezeichnet ist, und dann können wir hier den maximalen Wert nehmen von dieser Differenz und haben jetzt das abgeschätzt über das Maximum, ich schreibe mal ein bisschen kürzer, von diesen Störungen. Und schätzen hier jetzt nochmal die Summe ab über den maximalen Funktionswert, der da angenommen wird. So, und auch hier wird aufgrund der Stetigkeit dieser Funktion das wirklich angenommen. Das Maximum links und das Maximum rechts ist zum Beispiel für diesen Satz von Störungen identisch. Ja? Also wir haben nichts falsch abgeschätzt, sondern wir haben genau abgeschätzt und dieses hier kriegt einen eigenen Namen, das ist ein Groß-Lambda, ich habe es noch endlich geschrieben, ne? So viele Stützstellen haben wir nicht. Ich mache gerade in der Informationswirtschaft Reihen und Potenzreihen, deswegen bin ich gedanklich bei unendlich an der Stelle. So, das Ding kriegt einen Namen, das ist
die sogenannte Lebesgue-Konstante. Und die Lebesgue-Konstante ist tatsächlich die kleinste Konstante, die die Abschätzung hier ermöglicht. Es gibt keine kleinere. Das war das, was ich versucht habe, on the fly zu argumentieren, dass wir nirgendwo ungünstig abgeschätzt haben. Es ist die beste Konstante, die kleinste Konstante, die man finden kann, um diese Abschätzung zu realisieren. Ja, jetzt interpretieren wir die Abschätzung mal. Der vordere Faktor hier hängt sicher davon ab, wie ich störe. Das ist also ein Maß der Störung der Eingabedaten. Ja, und jetzt frage ich Sie, wann ist das Problem gut konditioniert? Naja, wenn die Lebesgue-Konstante möglichst klein ist. Ne? Wenn die Lebesgue-Konstante klein ist, wird eine absolute Störung hier in den Funktionswerten, in den Werten helfen. Also eine kleine absolute Störung wird bei kleiner Lebesgue-Konstante hier zu einem kleinen Abstand der Lösung in P und P-Schlange führen. Ja? Wenn auf der rechten Seite beide Faktoren klein sind, haben wir gewonnen. Dass der erste Faktor hier immer klein ist, ist klar. Bei der Kondition, Untersuchung der Kondition untersuchen wir immer kleine Störungen. Große Störungen haben immer große Auswirkungen. Ja? Wir fragen uns, wie kleine Störungen in den Eingabedaten sich auswirken auf die Lösung. Und natürlich können wir es auch anders formulieren. Wenn die Lebesgue-Konstante groß ist, dann muss ich das Ganze mit Vorsicht genießen, dann könnte die Kondition schlecht sein. Dann könnten, obwohl die Störungen klein sind, bei großer Lebesgue-Konstante könnte das zu einer großen Abweichung in der Lösung führen. Ja? Die Diskussion hatten wir ja schon ein paar Mal geführt, auch im Kontext von linearen Gleichungssystemen. So, schauen wir uns das mal an. Ich habe mal eine Tabelle mitgebracht von Lebesgue-Konstanten für gewisse Stützstellen. Weil schauen Sie mal, in was geht denn jetzt eigentlich ein in die Lebesgue-Konstante? In die Lebesgue-Konstante gehen hier nur die Lagrange-Polynome ein und die Lagrange-Polynome sind nur bezüglich der Stützstellen definiert. Also die Stützstellen, die Werte haben gar nichts damit zu tun, nur die Stützstellen entscheiden darüber, wie groß die Lebesgue-Konstante ist. Und wenn wir jetzt mal ein Beispiel hernehmen und wir haben hier zwei verschiedene Mengen von Stützstellen. Die erste ist eine relativ leichte zu erfassende. Wir machen das äquidistant. Äquidistante Stützstellen. Das heißt, sie haben alle den gleichen Abstand voneinander. Und zwar machen wir das hier auf dem Intervall AB von minus 1 bis 1. Ja, wir haben das hier in dem Sinne mal normiert. Und wie können wir das dann äquidistant hinschreiben? X klein n ist gleich minus 1 plus 2n durch groß n. Ne? Für n gleich 0 sind sie bei minus 1 und für klein n gleich groß n sind sie bei plus 1. Und alle haben den gleichen Abstand 2 klein n durch groß n voneinander, die Stützstellen. Das ist äquidistant. Und das zweite sind sogenannte Chebyshev. Da gibt es hunderte Schreibweisen für den Namen. Ich werde diese hier wählen, Chebyshev Stützstellen. Die sind nicht mehr so ganz eingänglich. Die sind so zu wählen, xn ist gleich Cosinus von irgendwas, Cosinus mal Pi. Wir gucken uns das jetzt mal genauer an, was da jetzt noch als Vorfaktor rein muss. Erstmal ist ja der Cosinus eine gute Nachricht, der ist zwischen minus 1 und 1. Liegt der vom Funktionswert her. Ist ja beschränkt. Ne? Der Cosinus von 0 ist 1, der Cosinus von Pi ist minus 1. Ne? Das heißt, ich kann jetzt, wenn ich jetzt Funktionswerte nehme, zwischen 0 und Pi wirklich die Menge von 1 bis minus 1 bijektiv, ist eine bijektive Abbildung auf diesem Intervall, mir solche Stützstellen holen. Und das funktioniert bei Chebyshev-Stützstellen folgendermaßen. Wir nehmen 2n plus 1 durch 2 groß n plus 2. Sehen Sie, die 0 wird nicht erreicht. Das heißt, minus 1 ist keine Stützstelle. Bei Chebyshev liegt die erste Stützstelle rechts von der minus 1. Und auch die 1, nämlich also die 0 wird nicht erreicht, deswegen liegt die erste eine Stützstelle links von der 1. Und es wird auch Pi nicht erreicht in diesem Argument, weil der
der Bruch, den ich da hingeschrieben habe, wird nicht 1. Der ist immer kleiner als 1. Das heißt, Pi wird nicht erreicht, das heißt, auch die minus 1 wird nicht erreicht. Also die Randpunkte liegen nicht als Stützstellen vor. Muss ja auch nicht. Ja? So, und jetzt schauen wir uns mal an, wie für diese beiden Wahlen von Stützstellen sich die Lebesgue-Konstante entwickelt. Da können wir das hier mal für 5, 10, 15 und 20 auftragen. Das ist die Lebesgue-Konstante im Fall von äquidistanten Stützstellen und das ist die Lebesgue-Konstante im Chebyshev-Fall. Und dann sehen Sie relativ schnell, naja, wenn ich jetzt nur 5 Grad 5 habe, dann habe ich hier noch ein moderat großes Chebyshev. Hier ist es 29,9, hier 512. Und hier sind schon 10.987. Ja? Das ist eine schlechte Nachricht. Die Lebesgue-Konstante wird bei äquidistanten Stützstellen mit größer werdendem Grad sehr schnell viel größer. Das heißt, ich habe Schwierigkeiten mit der Kondition des Problems. Zumindest potenziell. Ja? So, wie ist das bei Chebyshev? Da verhält es sich wesentlich moderater. Und deswegen werden wir uns auch damit beschäftigen in der nächsten Vorlesung. Ja, da bleibt das bis n gleich 20 moderat groß. Das heißt, wenn ich die Freiheit habe, die Stützstellen selber zu wählen, das habe ich vielleicht nicht immer in der Anwendung, aber wenn ich die Freiheit habe, dann nehme ich nicht das naheliegende, nämlich äquidistante Stützstellen, sondern dann nehme ich Chebyshev-Stützstellen, weil ich dann weiß, dass mein Problem der Polynominterpolation besser konditioniert ist oder auf jeden Fall gut konditioniert ist. Ja? Aber hier insgesamt möchte ich die Botschaft vermitteln, Vorsicht bei Interpolationspolynomen mit hohem Grad. Ja, wenn Sie jetzt wirklich auf äquidistante Stellen festgenagelt sind und Sie verwenden einen hohen Grad beim Interpolationspolynom, dann wissen Sie nicht, ob die Störungen in den Eingabedaten Ihnen ein ganz falsches Ergebnis geliefert haben. Und dann wird die Lösung darin bestehen, die Polynominterpolation überhaupt nicht zu verwenden, sondern dann lieber eine Spline-Interpolation zu machen. Das ist die Vorlesung in 2 Wochen. Ja? Also sind wir wirklich auf äquidistante Stützstellen hier eingeschränkt durch die Anwendung und müssen hohen Grad verwenden, dann verwerfen wir diesen Ansatz und werden die Spline-Interpolation benutzen. Okay. So, dann noch eine Bemerkung für den nächsten Abschnitt ist folgendes. Die Darstellung, die wir oben verwendet haben, ist mehr oder weniger theoretischer Natur. Diese Lagrange-Darstellung. Und lassen Sie mich da noch mal ganz kurz was zu sagen. Es gibt eine Monom-Darstellung des Interpolationspolynoms. Die haben wir gar nicht ausgerechnet, das ist aber klar. Sie könnten ja die Lagrange-Polynome ausmultiplizieren und alle alle Monome sammeln mit den Koeffizienten, dann hätten Sie die Monomdarstellung. Also Monomdarstellung gibt es, Lagrange-Darstellung gibt es, jetzt werden wir noch die Newton-Darstellung kennenlernen und nächste Woche die Chebyshev-Darstellung kennenlernen. Das sind alles Darstellungen ein und desselben Objektes, nämlich des Interpolationspolynoms, was eindeutig existiert. Das kommt manchmal ein bisschen falsch an, deswegen möchte ich das nochmal betonen. Das sind nicht unterschiedliche Dinge, es ist eine Darstellung von ein und demselben. Es liegt nur daran, dass wir verschiedene Basen benutzt haben, in denen wir dieses ein und dasselbe Objekt darstellen. Das ist der einzige Unterschied und das wollen wir jetzt auch machen. Also diese Darstellung hier, die ist zwar leicht gefunden, im Grunde genommen können wir die ja direkt hinschreiben, ja, lässt sich leicht finden, aber schlecht auswerten. Ich bleibe da relativ vage. Das liegt an diesem Lagrange-Polynom, die auszuwerten. Das ist relativ teuer und auch ungünstig. Wir wollen eine Alternative finden. Die ist so ein bisschen theoretischer Natur. Diese Darstellung kann man fast so wie die Inverse bezeichnen beim LGS. Wir haben sie genutzt, um die Existenz zu zeigen und auch die Kondition zu untersuchen. Sie war also hilfreich, aber sie ist nicht praktikabel. Da wollen wir eine andere Darstellung herholen, die auch leicht zu berechnen ist, also leicht zu bestimmen ist, aber dann auch leicht auszuwerten ist. Das wird der Vorteil sein
der jetzigen Darstellung, die wir in den nächsten 20 Minuten oder sogar länger anschauen. Heute mache ich ja länger. Wollten wir heute eine Viertelstunde länger bleiben? Ich sehe schon, Sie brechen in Jubel aus. Dann lassen wir das lieber. Okay, Newton-Darstellung. Und dividierte Differenzen. Wir müssen jetzt ein bisschen, also jetzt müssen wir uns konzentrieren, jetzt kommen relativ viele Indizes und Bezeichnungen, das müssen wir ein bisschen auseinanderklamüsern. Also, aber dann ist es eigentlich nicht sehr schwer. Wir wollen jetzt mit diesem Polynom, mit dem Index nk, das ist ein Polynom, das wird sich gleich herausstellen, ein Polynom in p k minus n. Das hat also, das k muss sicher größer sein, größer gleich n sein, das schreiben wir gleich unbedingt hin. Also bezeichne das Interpolationspolynom, darf ich das mal so abkürzen, zu den Stützpunkten die Stützpunkte. Wir nehmen jetzt nicht alle Stützpunkte, die wir zur Verfügung haben, nämlich x0, f0 bis xn, fn, sondern wir nehmen jetzt hier nur bestimmte x klein n, f klein n bis xk, fk. Und wie ich schon andeutete, damit das überhaupt Sinn macht, muss das k größer gleich n sein, aber kleiner gleich groß n und das klein n muss größer gleich 0 sein. So, wir nehmen einfach eine zusammenhängende Folge, aber einen Teil der Punkte, die wir uns vorgegeben haben und können auch dazu ein Interpolationspolynom finden. Wir haben doch vorher bewiesen, dass es eine eindeutige Lösung gibt, dann gibt es auch hier eine eindeutige Lösung für so eine, für eine Teilmenge von Stützpunkten. So, was wissen wir? Was ist eigentlich mit solchen Interpolationspolynomen, wo k gleich n ist? Das müssen wir uns auch mal ganz kurz klar machen. Wenn k gleich n ist, dann ist die Aufzählung keine wirkliche Aufzählung, sondern gibt es nur einen einzigen Stützpunkt. Und bei einem einzigen Stützpunkt, hatten wir gesagt, legen wir eine Konstante dadurch, eine konstante Funktion. Das heißt, dieses Polynom ist eine konstante Funktion, und zwar exakt der Funktionswert, der vorgegeben ist durch den einen Punkt. Und was suchen wir? Das will ich auch nochmal mit den neuen Bezeichnungen hinschreiben. Wir suchen P0,n. Ja, das Interpolationspolynom, was wirklich alle Stützpunkte, die wir gegeben haben, verwendet. Aber wir werden jetzt sukzessive aus diesen Interpolationspolynomen, die trivialen, die alle konstant sind, werden wir sukzessive die Polynome aufbauen, bis wir nachher alle Stützpunkte verwendet haben und P0n gefunden haben. Das ist die Idee. Okay, schreiben wir das noch auf die nächste Seite. Ein bisschen konkreter. Letztlich suchen wir die Koeffizienten, und die heißen jetzt hier auch an, in der folgenden Darstellung. Ja, ich kenne ein Polynom, wenn ich die Koeffizienten kenne, und die Basis, indem ich das Polynom linear kombiniere. Dann kenne ich das Polynom. Und hier wollen wir jetzt Folgendes machen. Wir wollen unser Polynom p von x, was wir ja suchen, was in der neuen Bezeichnung p0,n ist, wollen wir folgendermaßen schreiben. Konstante plus a1, und jetzt verwenden wir neue Polynome, nicht die Monome, sondern das erste Polynom, was wir hier hinschreiben, ist ein Linearfaktor x minus x0. Und jetzt multiplizieren wir a2 auf folgendes Polynom, x minus x0 mal
x minus x1 und so weiter und so fort. Und zum Schluss haben wir noch den Koeffizienten an mal x minus x0 multipliziert mit fast allen Nullstellen, aber die letzte nehmen wir nicht mit ins Boot. Können Sie die Darstellung begreifen? Diese Polynome, die hier stehen, also hier steht ja im Grunde genommen eine 1, ja? Das ist ein konstantes Polynom. Als nächstes kommt ein lineares Polynom, dann kommt ein quadratisches Polynom hier, dann ein kubisches und so weiter. Das sind also alles Polynome, die sich vom Grad her um 1 unterscheiden. Das wird immer um 1 Grad höher. Das heißt, im Kontext der linearen Algebra, die sind alle linear unabhängig. Das ist eine Menge von linear unabhängigen Polynomen oder Vektoren in dem Raum der Polynome von Grad kleiner gleich n. Das heißt, die bilden eine Basis. Und wenn sie eine Basis bilden, kann ich auch das Interpolationspolynom dadurch linear kombinieren und die Koeffizienten habe ich an genannt. Ja? Aber die kriegen also jetzt noch einen eigenen Namen, diese Polynome. Also wir könnten das hier schreiben als Produkt. Worüber ist der Laufindex? N gleich 0 bis groß N, an mal wn von x. Und im wn packe ich gerade diese Produkte von den Linearfaktoren hin. Ne? Also das hier ist, Entschuldigung, das ist natürlich kein Produkt, das ist eine Summe. Das Produkt kommt jetzt erst. Das ist eine Summe. Natürlich, das sind die Pluszeichen hier. Und die Polynome setzen sich zusammen aus Produkten. Und das Wn, das nte Newton-Polynom wird es werden, hat jetzt hier einen Laufindex von 0 bis n minus 1. Ja, das sehen Sie immer, der Koeffizient ist immer um 1 niedriger, höher, 1 höher als der letzte Index hier in dem letzten Linearfaktor. Hier bei der 2 ist die 1, hier bei n steht hier n minus 1. Ja, Sie gehen also immer hier bis n minus 1 und das ist das Produkt dieser Nullstellen, ja, dieser Linearfaktoren. X minus xm und das ist das nte Newton-Polynom. Ja, können Sie in Klammern schreiben, bilden Basis. Also W0 bis Wn bilden Basis von dem Raum der Polynome vom Grad kleiner gleich n. Okay. Und Ziel wird jetzt Folgendes sein. Ziel wird sein, die Koeffizienten zu bestimmen, die a's, damit ich die Darstellung habe. Und Ziel wird sein, nachzuvollziehen, dass dieses Polynom in dieser Darstellung Vorteile bringt. Zwei Vorteile. Erster Vorteil, es lässt sich leicht auswerten, besser als mit den Lagrange-Polynomen. Zweiter Vorteil, ich kann einen neuen Stützpunkt hinzunehmen und muss alles, was ich bis hierhin gemacht habe, nicht auf den Haufen werfen, sondern kann sehr schnell das neue Interpolationspolynom bestimmen. Das mache ich Ihnen, glaube ich, jetzt mal als allererstes vor. Mache ich hier meine Beobachtung. Das ist folgende. Dieses Polynom P0n, nochmal, das ist das Interpolationspolynom, wenn ich alle Stützpunkte verwende. Und es stellt sich heraus, dass in dieser Konstruktion, wie ich das hier oben hingeschrieben habe, da kommt ja immer ein Linearfaktor noch mit hinzu. Jetzt streichen wir mal den letzten Linearfaktor einfach, dann kriegen wir das P0n minus 1 von x und addieren den letzten Term noch hinzu. Also das kommt aus dem Aufbau, den wir hier jetzt erstmal gefordert haben. Können Sie das nachvollziehen? Wenn Sie nur die ersten n Stützpunkte, aufgepasst, wir fangen ja bei 0 an zu zählen, nehmen Sie die ersten n Stützpunkte, dann summieren Sie hier oben nur bis n minus 1, dann erhalten Sie genau dieses Polynom. Und dann addieren Sie noch den letzten Summanden hinzu.
hintendrauf. Das heißt, hier gibt es eine schöne Beziehung zwischen dem Interpolationspolynom, was alle Stützpunkte verwendet, mit dem Interpolationspolynom, was nur die ersten n verwendet. Warum ist das jetzt schön? Sie können einen zusätzlichen Stützpunkt hinzufügen zu Ihrer Kollektion von Stützpunkten, können das, was Sie schon gerechnet haben, verwenden, brauchen nur noch lediglich diesen neuen Koeffizienten und haben dann das Interpolationspolynom mit dem zusätzlichen Stützpunkt ausgerechnet. Ja, das ist anders bei den Lagrange-Darstellungen. Da müssen Sie alles über den Haufen werfen und alle Lagrange-Polynome neu berechnen. Wenn Sie eine einzige Stützstelle hinzunehmen, ändern sich ja die Lagrange-Polynome alle. Sie kriegen sogar einen höheren Grad um 1. Und das ist dann keine sehr flexible Geschichte. Aber hier ist es hier ein Vorteil in der Darstellung. Ja, ich kann einen Punkt dazunehmen und das, was ich schon ausgerechnet habe, das wäre das hier, wunderbar verwenden, um das neue Interpolationspolynom auszurechnen. Gut. Frage an Sie, weil Sie tendenziell mehr einschlafen. Das sieht wirklich schlimm aus von hier vorne. Können Sie mir mal sagen, was der Leitkoeffizient ist von der Darstellung? Erinnern Sie sich, Leitkoeffizient war der Koeffizient vor dem Monom höchsten Grades. Jetzt steht das ja gar nicht in Monom-Darstellung, das Polynom. Ich habe es gerade in Newton-Darstellung hingeschrieben und trotzdem denke ich, wir können relativ leicht sehen, was der Leitkoeffizient sein muss. Machen Sie mal wieder ein bisschen mit. Ja? Ja, genau. An ist der Leitkoeffizient, sagen Sie. A groß N. Warum? Ja, ich glaube, Sie meinten Sie Summe oder Produkt? Ja, richtig. Im letzten Summenglied multiplizieren Sie hier dieses Produkt aus und dann kommt ein Monom mit welchem höchsten Grad vor? X hoch n, x hoch groß n, ne? Weil das ja n Linearfaktoren sind. Und die Summanden davor haben weniger Linearfaktoren, das heißt, das Produkt wird einen kleineren Exponenten liefern. Sie haben also völlig recht, ja? An ist der Leitkoeffizient. Das schreiben wir uns auch hier vielleicht noch hin, ja? Das werden wir gleich ausnutzen. Leitkoeffizient. Also hier schreiben wir mal, das war eine Zwischenbemerkung, der Leitkoeffizient steht dann hier. Man muss also immer noch nur den neuen Leitkoeffizienten berechnen, um dann bei Hinzunahme eines Stützpunktes das neue Interpolationspolynom zu berechnen. Schreiben wir das noch kurz hin, also Hinzunahme. Eines weiteren Stützpunktes kein Problem, schreibe ich jetzt mal ein bisschen salopp. Kein Problem. Das hatte ich ja eben mündlich schon gesagt. Das Entscheidende ist, das, was ich schon gemacht habe, muss ich nicht auf den Müll schmeißen. Das ist alles wohl berechnet und kann ich investieren, um das neue Interpolationspolynom zu berechnen. So, das Zweite, was ich hier also unter Beobachtung schreiben möchte, ist die leichte Auswertbarkeit des Polynoms. Das geschieht nämlich durch das sogenannte Horner-Schema. P von x lässt sich durch Horner-Schema effizient auswerten. Effizient auswerten. Ich mache Ihnen das jetzt mal vor, da muss ich mich ein bisschen konzentrieren, aber ich glaube, das kann man so ganz gut verstehen. So, was machen wir als erstes? Also jetzt ist wichtig, dass Sie den Aufbau hier nachvollziehen. Wir nehmen uns den Koeffizienten an her und multiplizieren den mit dem Linearfaktor, der nur in diesem bei diesem Koeffizienten auftaucht, nämlich das x minus xn minus 1. Gucken Sie nochmal oben in die Darstellung. Hier steht das x minus xn minus 1. Ne? Dieser Linearfaktor taucht nur in diesem Produkt auf. In den anderen Produkten vorne taucht er nicht auf. Deswegen verwenden wir den jetzt hier und multiplizieren den an das an heran. Dann addieren wir dazu an minus 1 und multiplizieren
anders an die Summe x minus xn minus 2. Warum? Dieser Linearfaktor kam ja hier vor und kommt hier vor, aber in allen anderen nicht. Jetzt addieren wir dazu a n minus 2 und multiplizieren das Ergebnis mit x minus x n minus 3. Können Sie so ein bisschen sehen, wie wir das aufbauen, das Ganze? Dieser Linearfaktor kommt oben in den Summen, nur in den Summen vor, wo an, an minus 1 und an minus 2 Koeffizient ist. Ja? Und jetzt multiplizieren wir das sozusagen in jeder dieser Summen hinein. Also hier oben in die letzte Summe und die zwei anderen habe ich ja hier in der Pünktchenschreibweise untergebracht. Okay. Und dann geht das immer so weiter. So, jetzt muss man ein bisschen mit den Klammern aufpassen. Ups. Und dann gibt es auch hier solche Klammern und so Produkte. Also mir ist wichtig, dass Sie das Bauprinzip hier am Anfang verstanden haben. Am Schluss wird dann hier das A1 drauf addiert. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob die Klammern und die Pünktchen stimmen. Aber das ist mir relativ egal. Gucken Sie ins Skript, da steht es auf jeden Fall exakt. Jetzt wird eben am Schluss an diese Summe das x minus x 0 multipliziert und am Schluss noch das a 0 drauf addiert. Ja, die Idee ist, diese Potenzen nicht auszurechnen, diese Produkte nicht auszurechnen, sondern durch ein geschicktes Ausklammern das zu vermeiden. Also hier oben, man berechnet hier nicht das Produkt dieser Linearfaktoren komplett, sondern man klammert immer aus einen Linearfaktor, der in allen Summen vorkommt. Und dadurch kann man Operationen sparen. Gut, wenn Sie das jetzt zählen, hier haben Sie n Multiplikationen. Das sind immer die Multiplikationen mit den Linearfaktoren. Aber wir haben 2n Additionen. Diesmal passt das nicht so schön mit den Operationen. Wir haben eine doppelte Anzahl an Additionen, weil ja hier immer addiert wird und hier immer die Differenz gebildet wird. Aber es lässt sich gut auswerten, das Polynom in der Newton-Darstellung. Das ist die Botschaft, okay? So, jetzt müssen wir uns Gedanken machen, wie wir die Koeffizienten überhaupt berechnen, die A1. Wo kommen die her? Zur Berechnung der A1s. AN. Schreiben wir einfach AN. Ach komm. Okay. Jetzt hatten wir ja unten oder weiter oben schon diese PNK eingeführt und die spielen jetzt eine entscheidende Rolle. Also sei FNK der Leitkoeffizient dieser Polynome hier. Der Leitkoeffizient von PNK. Dann haben wir Folgendes, wenn wir das so definiert haben, dann haben wir oben überlegt, dass wir P0n von x doch schreiben konnten als P0n minus 1 von x plus, jetzt gucken Sie, die Beobachtung war in A hier, dass wir das schreiben konnten, als an mal wn. Und an hat jetzt einen neuen Namen gekriegt, nämlich als Leitkoeffizient ist das an jetzt identisch zu f0n. Das ist jetzt das an von oben. Warum ist das hilfreich? Das kann ich jetzt für dieses Polynom hier auch machen und kriege folgende Darstellung: f0,0 plus f0,1 mal wn, w1 plus f0n wnx. Also, entschuldigen Sie, ich erkläre nochmal, das sind viele Indizes.
Ich habe nichts anderes gemacht, als die Koeffizienten, die oben noch AN hießen, jetzt anders zu bezeichnen, weil ich brauche die zwei Indizes. Weil ich will jetzt eine rekursive Berechnung herleiten und dafür reicht es nicht mehr, die AN zu nennen. Ja? Aber das sind exakt die gleichen Dinge wie oben. Das hier war A0, das hier war A1 und das da war AN. Mehr ist gar nicht passiert. Aber die sind mit zwei Indizes jetzt versehen über die Leitkoeffizienten und jetzt kann man die nämlich sukzessive berechnen und das möchte ich Ihnen jetzt vormachen. Also es scheint erstmal komplizierter zu werden, aber es ist nur eine kompliziertere Sache in der Bezeichnung. Gleich sehen Sie, so schwer ist es gar nicht. Folgendes Lemma spielt die Grundlage für das, was wir hier vorhaben, das ist das Lemma von Aitken. Das Lemma von Aitken sagt, das Interpolationspolynom PNK, erinnern Sie sich, das war das Interpolationspolynom, welches nur einen Teil der Stützpunkte nahm, nämlich von XNFN bis XKFK. Diese Punkte wurden genommen. Und das Lemma von Aitken sagt aus, ich kann das darstellen als folgenden Bruch. Linearfaktor xn minus x mal das Polynom, jetzt muss ich mich konzentrieren, n plus 1, k minus xk minus x pn, k minus 1. Da müssen wir konzentrieren uns. Geteilt durch xn minus xk. Jetzt versuchen wir mal ganz behutsam die Struktur der rechten Seite zu verstehen, dieses Quotienten. Also nochmal, ich schreibe es auch hier besser nochmal hin. Das hier ist das Interpolationspolynom zu xn fn bis xk fk. Ja, so war das definiert. Okay, aufgepasst, dann ist das hier wohl das Interpolationspolynom von xn plus 1, fn plus 1 bis xk, fk. Das heißt, ich muss noch eine Voraussetzung hier hinten machen an das n, das muss streng kleiner sein als das k, sonst macht die Darstellung keinen Sinn. Diese Sache muss ich fordern, sonst macht dieses Polynom hier, dieses Interpolationspolynom keinen Sinn. Und dieses hier auch nicht. So, nochmal Frage an Sie, ich rede zu viel. Welchen Grad haben hier die beteiligten Polynome? Können wir das vielleicht nochmal auseinanderklamüsern? Können Sie sich erinnern, was wir gesagt haben, welchen Grad hat dieses Polynom? Können wir das hier so schreiben? Das ist ein Polynom. Und die Frage, welcher Grad? Wie war das, wenn wir n plus 1 Stützpunkte vorausgesetzt haben? Welchen Grad hatte dann das Interpolationspolynom? Kleiner gleich n. Bei n plus 1, ne? Kleiner gleich n. Wie viele Stützpunkte sind das denn jetzt hier, wenn wir bei xn, fn anfangen und bis xk, fk gehen? Das sind k minus n minus 1 viele. Ja, k minus n minus 1 viele. Schreiben wir uns das mal hier drunter. Das sind k minus n minus 1 viele, das ist natürlich das gleiche wie k minus n plus 1. Das ist die Anzahl an Stützpunkten, die wir vorgeben und das Interpolationspolynom hat dann einen Grad 1 weniger. Das heißt, das hier ist aus k minus n. Dieses Polynom ist aus k minus n. Was ist mit diesem Polynom hier? Dieses Pn plus 1, k, wodurch unterscheidet sich das von dem Polynom auf der linken Seite? Wir nehmen einen Stützpunkt noch weg, das xnfn, das kommt nicht mit ins Spiel. Das heißt, der Grad reduziert sich um 1. Ne? Also dieses Ding hier ist Element, reduziert sich um 1, also k minus n minus 1. Ja?
Richtig? Dieses Polynom, da lassen wir den hinteren Stützpunkt weg. Da gehen wir nur bis k minus 1. Da reduziert sich der Grad, also der mögliche Grad, so muss ich es formulieren, auch um 1. Jetzt steht da schon so viel, dass Sie vielleicht gar nicht mehr ganz genau wissen, was das Lemma von Aitken überhaupt war. Die Aussage des Lemmas von Aitken ist, ich kann das Interpolationspolynom Pnk durch den Quotienten auf der rechten Seite ausrechnen. Das ist die Aussage. Diese Gleichheit hier, ja? Das ist die Aussage. Die müssen wir noch beweisen. Aber ich wollte erstmal die Struktur der rechten Seite besser verstehen. Das hier ist ein Polynom vom Grad kleiner gleich k minus n minus 1. Das hier auch. Jetzt wird das mit Linearfaktoren multipliziert, wo ein x drin vorkommt. Was macht das? Der Grad wird um 1 erhöht. Das heißt, dieses Produkt hier ist ein Polynom vom Grad k minus 1, höchstens k minus 1. Und hier hinten gilt das auch. Und jetzt bilden Sie die Differenz von zwei Polynomen, die den Grad kleiner gleich k minus 1 haben. Und die Differenz eines solchen Polynoms hat wiederum den Grad kleiner gleich k minus 1. Und das Ganze wird dann noch durch eine Konstante geteilt. Das hier ist ja eine Zahl. Also gehen wir mal in den Beweis. Bezeichne Q von x die rechte Seite in Stern. Kriegen Sie das noch irgendwo unter, dass Sie die Gleichung mal Stern nennen? Was haben wir gerade mündlich argumentiert? Wo liegt das Q? In der Menge der Polynome, ist offensichtlich ein Polynom. Das ist ein Polynom, das ist ein Polynom, wird mit dem Linearfaktor multipliziert, dann ist eine Differenz von Polynomen gebildet, ist wieder ein Polynom und durch eine Konstante geteilt. Es ist ein Polynom, definitiv. Und wir haben gerade schon geklärt miteinander, das ist ein Polynom vom Grad höchstens k minus n. Das ist die rechte Seite Q, das haben wir mündlich gerade gemacht und durch die vielen Dinge, die ich da so hingezeichnet habe. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Wir wollen eine Gleichheit zwischen zwei Polynomen zeigen. Wie können wir das machen, die Gleichheit zwischen zwei Polynomen zeigen? Wir weisen nach, dass die rechte Seite ein Interpolationspolynom ist und nutzen dann die Eindeutigkeit. Dann wissen wir, sie ist gleich. Ja? Also auf der linken Seite steht ja nur ein Bezeichner für das eindeutige Interpolationspolynom und rechts steht ein Ausdruck. Und wenn wir jetzt zeigen können von dem Ausdruck, den wir jetzt Q genannt haben, dass er die Eigenschaften hat, Interpolationspolynom zu sein, dann muss es gleich der linken Seite sein, weil es nur eins gibt, weil es eindeutig ist. Und was wir jetzt schon gezeigt haben, ist, dass es den richtigen Grad hat, die rechte Seite. Es ist ein Polynom vom Grad kleiner gleich k minus 1. Jetzt müssen wir nur noch die Interpolationseigenschaft nachweisen, dass es interpoliert. Also, dann rechnen wir doch mal nach. Q von x n. Was gibt Q von xn? Dafür brauchen wir natürlich die Formel da oben. So. Wenn das der Quotient Q von x ist, was passiert, wenn ich xn einsetze? Dieser hier, dieser Index ist jetzt wichtig, das ist ein n. Wenn Sie jetzt hier x gleich xn einsetzen, ist der Linearfaktor 0. Das heißt, der Teil fällt komplett weg. Der erste Summand fällt weg. Hier steht jetzt in dem Linearfaktor xk minus xn. Aha, das ist genau der Nenner hier unten, nur umgekehrt. Da steht xn minus xk. Aber wegen dem Minus hier kann man das drehen und wegkürzen. Ja? Also kommt raus, nur das hintere Polynom pnk minus 1 ausgewertet in xn. Das ging jetzt relativ schnell. Können Sie aber vielleicht zu Hause sonst nochmal nachempfinden. Erster Faktor 0, also weg, hier wird gekürzt und nur das bleibt stehen. Und ja, was ergibt das denn? Wenn das wirklich das Interpolationspolynom ist und hier steht jetzt n, das heißt der Punkt xn, fn wird hier berücksichtigt beim Interpolieren, kommt da fn raus. Okay, nächster Punkt. Das ist das xk als ausgezeichneter Punkt. Was passiert, wenn ich xk einsetze in das q? Gucken wir wieder hoch. Wenn Sie xk einsetzen, fällt diesmal der hintere
Teil komplett weg, weil 0. Diesmal können Sie, wenn Sie hier xk einsetzen, noch expliziter kürzen und es bleibt dann nur dieses Polynom ausgewertet in xk übrig. Schreiben wir das hin, das ist dieses Polynom ausgewertet in xk. Da xk zur Kollektion der Stützpunkte zu diesem Polynom gehört, wird interpoliert. Und es kommt fk raus. Das waren jetzt die Randpunkte, xn und xk. Jetzt müssen wir noch die dazwischen alle machen. Wie ist es jetzt, wenn wir jetzt ein xm einsetzen und m ist kleiner als k, aber größer als n? Das kann ja auftauchen. Nicht, wenn k n plus 1 ist, dann taucht das nicht auf, aber im Allgemeinen kann das auftauchen, dass es noch so Indizes zwischen n und k gibt, wirklich dazwischen. Gucken wir wieder an, was oben passiert. Jetzt gehe ich. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, weil wir unten am Rand sind, aber das möchte ich unbedingt noch auf der Folie machen. Jetzt setzen wir hier oben mal das xm ein. Das müssen wir jetzt mal doch ein bisschen ausführlicher hinschreiben. Ich hoffe, der Computer macht mit. So, dann haben wir da stehen. Xn minus xm mal p, welches p kam denn zuerst da oben? N plus 1, k. N plus 1, k an der Stelle xm ausgewertet minus, der denke ich wird xk minus xm kommen und hier ist das Polynom n, k minus 1 an der Stelle xm und dann teilen wir noch durch den Faktor, der ja konstant ist. Wie rum ist das nochmal? Xn minus xk. So, das ist ein bisschen wild, aber auch nicht so schwer. Schauen Sie sich dieses Polynom hier an und auch dieses Polynom an. Was passiert, wenn ich da xm einsetze? Ja? Ganz genau, es wird fm rauskommen, weil das Interpolationspolynome sind, wo xm mit zur Kollektion gehört der Stützpunkte. Ne? Also, das ist jetzt echt ärgerlich. Also dieser Ausdruck hier, darf ich mal so noch hinschreiben, ist fm. Und dieser Ausdruck hier ist auch fm. Weil das ja Interpolationspolynome sind, wo das xm als Stützstelle mit auftaucht. Ja, was passiert denn dann, wenn die beide fm sind? Schauen Sie mal, hier wird das multipliziert mit xm mit einem negativen Vorzeichen und hier wegen der Minusklammer haben wir minus minus plus und da kommt das mit xm mit positivem Vorzeichen, das heißt, hebt sich weg. Das heißt, da bleibt nur xn minus xk mal in Klammern, mal fm übrig und das können Sie wieder mit dem Nenner unten kürzen, also da kommt tatsächlich auch fm raus. Okay, es ging relativ schnell jetzt, ich habe keinen Platz mehr auf der Folie, ja, aber das sind leichte algebraische Umformungen, das kriegen Sie hin, die Argumente sind ja genannt. Oh, okay. Jetzt muss ich noch den Sack zumachen und das in 2 Minuten. Also gut, was haben wir jetzt rausgefunden? Eindeutigkeit liefert uns jetzt Q von X gleich PNK von X. So, jetzt müssen wir das unbedingt, dafür geben Sie mir noch 3 Minuten, verstehen, warum hilft das jetzt. Wir können jetzt so rekursiv Interpolationspolynome aus vorherigen Interpolationspolynomen berechnen. Und jetzt gehen wir nochmal zurück. Wir wollen das jetzt gar nicht komplett für die Polynome machen, sondern nur für die Leitkoeffizienten. Können Sie da nochmal kurz mitdenken? Der Leitkoeffizient hier links, also der Koeffizient vor dem Monom mit höchsten Exponent, ich schreibe den mal kurz mit Rot hier noch rein, der war fnk. Das war der Leitkoeffizient, der hier auftaucht. Den hatten wir so bezeichnet. Wie ist jetzt der Leitkoeffizient auf der rechten Seite zu ermitteln? Schauen Sie mal, hier steht ein x als Vorfaktor. Das heißt, hier wird der Leitkoeffizient, der hier auftritt, hier in die Berechnung dieses Leitkoeffizienten eingehen. Und zwar, der Leitkoeffizient hier ist ja fn plus 1, k. Der steckt hier und hier haben wir den Leitkoeffizienten fn, k minus 1. Dann kann ich, indem ich hier einen Koeffizientenvergleich mache, auf der linken und rechten Seite, eine Beziehung herstellen zwischen den Leitkoeffizienten.
Ja? Also jetzt schreiben wir das auch in Rot meinetwegen auf die Seite. Koeffizientenvergleich. Das müssen Sie unbedingt noch mitnehmen. Bitte nicht ungeduldig werden. Ich bitte um Geduld. Ja? Ich kann das FNK ausrechnen als FNK minus 1 minus FN plus 1, K durch xn minus xk. Das ist eine Beziehung der Leitkoeffizienten. Und das sehen Sie jetzt schon, ist Programm, das heißt dividierte Differenz. Dividierte Differenz, das ist ein Programm, ne? Das sind zwei Differenzen, die dividiert werden. Und warum hilft das jetzt weiter? Die letzte Anmerkung, die ich mache. Wir können jetzt ausgehen von den dividierten Differenzen, die wir kennen. F00 ist nämlich nichts anderes als F0. F11 ist nichts anderes als F1, die kennen wir schon, können wir jetzt sukzessive weitere dividierte Differenzen ausrechnen. Durch diesen Ausdruck, den ich hierher geleitet habe. Wir können die beiden hernehmen, F00, F11 und können dann hier F01 berechnen. Wir können den und den hernehmen und F12 berechnen. Immer mit dieser Formel, die hier steht. Dann nehmen wir die beiden her und berechnen F02. Und so weiter und so fort. Wir machen das an einem Beispiel nochmal nächste Woche. Also wir kommen nächste Woche nicht direkt zu Chebyshev-Interpolation, sondern ich werde das dann nochmal einem Beispiel vormachen. Aber warum hilft das überhaupt? Sehen Sie, diese Koeffizienten, die hier oben stehen, die brauchen wir, das muss ich jetzt noch einmal sagen, in dieser Darstellung. Die stehen nämlich hier als Koeffizienten. Ja? Das war ja das Ziel. Wir wollten die Koeffizienten in der Newton-Darstellung berechnen und diese Koeffizienten können wir jetzt rekursiv aus diesem Schema berechnen und die stehen dann oben auf dieser Diagonalen. Also hier gab es eine Frage zu dem Koeffizientenvergleich, ob die nicht andersrum sind. Normalerweise, ich habe die nur umsortiert. Wichtig ist, dass die Vorzeichen stimmen. Also ich bin der Meinung, dass dieses doch ein Minus hat und dieses hier ein Plus. Ich denke, es ist richtig so, aber die Anmerkung kam, ob vielleicht ich mich hier mit der Reihenfolge vertauscht habe. Ja? Gucken Sie das nochmal nach.